Sony Interactive Entertainment. Guerrilla. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Mutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage, nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug.
Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der Nora, meine Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Horizon Zero Dawn. Sechs Jahre später. Aloy! Aloy! Lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. No. Kinder, kommt mit mir. Was? Die Ausgestoßene ist zu meiden. Was? Was ist denn falsch mit denen? Da. Ist ja so, als hätten wir die Seuche. Oh. Die arme Kleine. Komm schon. Vergangenheit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Kojak und ich nehme euch mit auf diese wunderschöne Reise durch die Welt von Horizon Zero Dawn. Oh, hier unten sind Ratten. Das erste, was uns auffällt, sind diese Ratten hier. Schön, dass ihr dabei seid. Unsere Aufgabe ist jetzt, die Höhle zu erkunden. Wollen wir das mal gleich tun? Ich habe Ewigkeiten gewartet auf dieses Spiel. Ich habe mich so gefreut und ich muss sagen, es ist einfach wunderschön. Schon das Intro alleine war einfach nur schön, sodass ich einfach leise sein musste und nichts sagen konnte, weil ich so geflasht war. Okay, nun gehen wir hinein in diese Höhle und erkunden sie. Uiuiui. Da hätte ich mich jetzt beinahe erschreckt. Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Okay. Metallwelt? Also ich weiß, dass es ja Metalltiere gibt. Aber eine komplette Welt. Okay. Jetzt bin ich der Höhle nicht mehr so freundlich entgegen. Ich dachte, wir laufen hier im Tutorial einfach nur raus, aber so eine Riesenhöhle. Das kann doch nicht gut enden. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht liegt hier ja schon irgendwas, was wir einsammeln können. Okay, anscheinend liegt hier noch nichts.
wir erstmal weiter. Hauptsache eine riesige Stahltür. Und ja. In den Raum dahinter möchte ich erst gar nicht rein. Da passiert doch bestimmt gleich was. Ich will da nicht rein. Die Höhle ist gruselig. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Ja. Kein Problem. Er ist nicht hier. Gruselige große Höhle, Fledermäuse überall, die uns erschrecken. Aber wir gehen hier einfach mal rein. Gar kein Ding. Ich mag diese Höhle jetzt schon nicht. Da passiert doch bestimmt was. Da kommt doch bestimmt gleich wieder ein Jumpscare irgendwo her. Aber Höhle? Von wegen Höhle? Stühle? Tische? Hä? Was ist das hier? Okay, Bücherregal mit verstopften Büchern. Können wir da irgendwas... Nein, gut, lesen können wir schon mal nicht. Okay. Sieht aus wie PCs oder Bildschirme auf jeden Fall. Wo sind wir hier gelandet? Was ist das? Gut, erster Bug gefunden. Wir konnten gerade in der Luft schwimmen. Schön. Herrlich. Das sieht aus wie so ein riesiger Metalldetektor, wenn du mich fragst. Wie diese am Flughafen, nur größer. Okay, hier ist anscheinend auch nichts. Hab mich gut umgeguckt, hoffe ich. Ich hoffe, hier nichts zu verpassen, was irgendwie wichtig ist. Und immer diese Tür. Okay. Da geht es vermutlich weiter. Ja. Okay. Oh, was haben wir hier? Können wir da hin? Hallo? Schlagen? Wenigstens irgendwie versuchen? Was ist das? Wie kommen wir da hin? Ich möchte da hin. Alles sammeln. Gut, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Vielleicht kommen wir hier nicht weiter. Gut. Ja, daran müsst ihr euch gewöhnen. Bei mir, wenn ihr bei mir zuguckt. Wenn mir das Spiel sagt, ich soll hier lang gehen, dann gehe ich erstmal Weg B, C und D und vielleicht auch noch X, Y und Z. Um halt alles einzusammeln. Und vielleicht auch noch was Geschichtliches zu erfahren. Darauf solltet ihr euch schon mal einstellen, wenn ihr mit mir diese Reise weitergehen möchtet. Gut. Toll. Jetzt habe ich gedacht, hey, alte Spielererfahrung. Unter der Treppe ist doch bestimmt was. Nope. Warum auch nicht? Warum sollte da auch was sein? Es kommen doch bestimmt gleich wieder... Ihr nehmt mir die Worte aus dem Mund. Danke. Jetzt habe ich mich wirklich verjagt. Scheiß Fledermäuse. Und dieses Geräusch gefällt mir hier auch nicht. Lasse er es sein. Da kommt doch bestimmt gleich ein Vieh. Und zwar voll um die Ecke. Da vorne ist irgendwas. Ja, und wir sollten da auch auf jeden Fall hingehen. Als 6-jähriges Mädchen. Okay, wir können... Da vorne ist was, also gehen wir erstmal hier. Oh, da sind wieder diese... Barrieren. Und Fledermäuse. Ich hasse euch jetzt schon. Weg hier, Fledermäuse. Haben wir denn hier? Ich will hier gar nicht. Was ist das? Weitergehen. Ein Toter. Okay. Ein Toter. Gut. Ja. Ich will hier gar nicht runter. Hier passiert doch bestimmt gleich was. Da passiert doch bestimmt irgendwie gleich was Schlimmes. Zum Glück war der Sprung leise. Relativ. Wir sollten jetzt auf jeden Fall zu dem Toten hingehen. Da glänzt doch etwas. Okay. Aber hübsch hat das hier. So ein Grab möchte ich später auch haben. Licht,
Blumen. Frische Blumen, keine verwelkten. Gar kein Problem. Okay, untersuchen wir jetzt erstmal das Ding und hoffen, dass uns dieser Tote nicht irgendwie doch noch aufsteht. Das Ding aktiviert hier alles. Lichter! Überall! Wow. Wie macht es das? Schalte den Fokus durch Drücken von R3 ein oder aus. Okay, geil. Können wir da jetzt irgendwas machen? Okay, Uchala. Okay, Schnellrenntaste auf jeden Fall schon mal gefunden. Oh, okay. Wenn wir den Fokus aktiviert haben, können wir auf jeden Fall... Aber die Dinger sind jetzt dauerhaft aktiviert, okay. Also wenn wir den Fokus anhaben, können wir nicht schneller. Ja, Spiel, du zeigst da lang. Ich erkunde aber alles, ob du willst und nicht. Okay. Können wir nichts machen? Können wir hier vielleicht... Nein. Gut. Aber ich frage mich auch, warum er tot ist. Okay, sieht nach alter Leiche aus. Liegt hier wohl schon ein bisschen länger. Hoffe ich, nicht, dass irgendwas den zerfleischt hat und das Ding hier immer noch rumkreucht und fleucht. Aber was sind das alles für Teile? Man kann die nicht benutzen. Das ärgert mich ja ein bisschen. Aber vielleicht ist das auch gut, dass wir das nicht benutzen können. Finde einen Ausweg. Sehr gerne. Ich will hier auch unbedingt ohne Schaden raus. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Okay. Bunkertür. Brandschutztür. Verstärkt. Verschlussintegrität erhalten. Okay. 99. Aha. Okay, die Zahlen ändern sich. Willkürlich. Denke ich mal. Plus 9. Okay. Sollen mir das jetzt irgendwas an? Ah. Noch mehr Lichter. Schau mal, na guck. Platinkabel. Okay. Was ist das? Da ist was. Code Nexus. Es hängt mit der Tür zusammen. Okay. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe an. Okay. Das heißt, das müsste ein Holoschloss sein. Ja! Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Okay. Hier können wir auch... Hey, cool! Wir können sogar die Ratte scannen. Geil! Okay. Dann gehen wir mal dahin. Wir müssen die Tür ja irgendwie aufbekommen. Ah, ich hab... Es kommen doch bestimmt hier gleich wieder diese dreckigen Fledermäuse irgendwo her. Oder irgendwas anderes. Ich fühle mich hier in dieser Höhle einfach nicht wohl. Können wir das hier verwenden? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Es wäre zu schön, mir mal ein Erfolgserlebnis zu gönnen. Hallo, Ratte. Hört sich irgendwie falsch an. Hallo, du Ratte. Vielleicht sollten wir Mr. Ratte nennen. Ich weiß es nicht. Okay. Auch nicht. Nichts verwenden. Ah, das ist das Holoschloss, denke ich mal. Gegen den Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn drin. Okay. Du warst der Code Nexus. Okay. Ah! Einstellung für erforderliches Holoschloss. Okay. Heißt, der rote Balken muss wahrscheinlich nach unten. Okay.
Das ist ja egal, in welchem Uhrzeigersinn wir ihn drehen. Das ist ja grob wie gesprungen. Zweimal dürfte reichen. Ein Farbwechsel. Dann auf zurück. Und ich wette, wenn wir diese Tür aufmachen, springt uns was entgegen. Ich will nicht durch diese Tür, ich will nicht durch diese Tür. Kleine, warum läufst du hier rum? Ein Farbwechsel an der Tür. Und hast gar keine Angst. Ich will da nicht durch, ich will da nicht durch. Springt uns gleich was ins Gesicht. Geschafft. Oh. Puh. Okay. Aber wir sind nicht zu diesem Raketendings gekommen, also raketenähnlichen Dings, was auch immer das war. Das nervt mich ein bisschen. Das ist scheiße. Eigentlich will ich zurück. Mann, no. Ich mag sowas nicht. Hallo Spiel. Hey. Wie gesagt, Spiel da lang, ich hier lang. Gewöhnt euch dran. Und so erfahren wir auch mehr über die Geschichte oder über irgendwelche Leute. Vielleicht. Okay. Hier können wir natürlich auch nicht rein, aber es blinkt. Man will immer das haben, was man nicht kriegen kann. Und nur durch so eine hässliche Barriere. Kriegen wir die Barriere hier mit auf. Aber da ist was. Hallo? Was ist das? Für Direktorin Evans. Okay. Oh, Datenbuch. Direktor Evans, Eilmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Okay. Das ist ein Sprechprotokoll. Was steht da noch? Ich kann das gerade kaum. Ah, Datenbeschädigung schwer. Okay. Das ist ja doof. Okay. Hallo Musik. Gefällt mir nicht. Gut, gehen wir mal. Vorsichtig hier weiter. Oh Mann. Warum hat die Kleine keine Angst? Also Angst habe ich so auch keine, aber ich fühle mich halt hier nicht so wohl, mit ihr hier durchzurennen, ne? Und wieder enttäuscht. Wieder nichts unter der Treppe. Okay, was ist das da? Können wir das wieder scannen? Können wir hier vielleicht noch was machen? Was uns irgendwie. Was ist das? Oh, cool, noch eine Leiche, herrlich. Hallo. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Okay. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. No. Irgendwie schon ein bisschen süß, die Kleine. Okay, anscheinend fängt es jetzt an mit den Sachen, die wir so scannen können. Weil hier schon der nächste liegt. Überall diese Barrieren, die mich aufregen, weil ich da nicht weiterkomme. Ist hier noch irgendwas zum Scannen? Nope. Was man scannen könnte, da ist wieder eine Bunkertür. Bücherregal. Schade, dass wir das Bücherregal nicht irgendwie mal so ein Buch, was noch irgendwie so ein bisschen wenigstens heil ist, aber die sehen nicht heil aus. Gut. Dann habe ich auch nichts gesagt. Gut, zwängen wir uns mal durch diese Tür. Weiter geht's. Gut.
Hallo, Mr. Ratte. Willst du mitkommen? Wäre unser erstes Haustier, glaube ich. Okay, er will nicht. Haha, wie gesagt, immer umgucken. Noch ein Audiodatenpunkt. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Ja. Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay, irgendwas trampelt hier rum. Ich hoffe, ihr hört das auch. Was mich viel mehr gerade ins Auge springt, so rum, ist das Sprachprotokoll. Und zwar aufgezeichnet am 1. Januar 2066. Okay. Aber wenn das am 1. Januar aufgezeichnet wurde, 2066, ich würde gerne wissen, welches Jahr wir jetzt haben. Oder haben wir jetzt 2066? Aber wahrscheinlich nicht. Wäre ja unlogisch. Weil wenn das dann aufgezeichnet hat und er jetzt hier irgendwo tot in der Ecke liegt, weil da liegt schon wieder einer, den wir scannen können. Können wir das auch scannen? Nope. Aber wir konnten die ganzen PCs, die, also PCs in Anführungszeichen, die an sind, können wir nicht scannen? Die jetzt an sind? Weil sie leuchten doch so oder so. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange, warum das nicht funktioniert. Können wir sonst noch was scannen? Irgendwas? Der hat sich auf der Couch bequem gemacht. Obwohl, so bequem wie er da liegt, sieht das nicht gerade aus. Was ist denn hier los, sag mal? Was haben denn hier alle gemacht? Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Shana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay. Er hat sich wohl am Ende dieser Audionachricht mal in den Kopf geschossen. Und laut seiner Worte stelle ich jetzt mal diese verrückte Theorie auf, dass sie hier alle Selbstmord begangen haben. Kollektiv. Okay. Aber warum? Können wir hier durch? Ist da was? Hallo? Warum? Das sieht so aus, als ob man da durch kann. Wo geht's da hin? Ist da was? Schade. Hallo Ratte. Ich scanne dich, ob du willst oder nicht. Unheimlich hier. Komm doch jetzt gleich wieder Fledermäuse, oder? Komm, komm, komm! Haha, keine Fledermäuse. Und jetzt bam! Okay, ich glaube, ich hatte recht. Warum? Protokoll, Connor Jason, hatten wir den nicht eben schon? Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Kann mich mal, wahrscheinlich. Gern haben. Warum sind Sie hier gestorben? Was ist passiert? Das frage ich mich auch. Gute Fragen. Gute Fragen. Skylar Rivera. Und Machu Picchu.
Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Okay. Was ist mit dir? Mia Sayed. Okay, Leute, ich bin raus. Wenn das hier so weitergeht. Boah, ist die gruselig. Wer nimmt denn sowas für die Nachwelt auf? Mann, da macht man doch Tipps rein und erzählt, wie das Leben war, aber doch nicht sowas Gruseliges. Und damit dieser Stimme. Boah. Ihr seid doch verrückt. Erstens euch alle umzubringen und zweitens so einen Sprachnachricht da hinten zu drin zu lassen. Jackson Fry. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Ella Pontes. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, musst du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Okay. Gut. Also wie gesagt, kollektiver Selbstmord. Warum wissen wir nicht? Irgendeine Tür hat sich geöffnet. Und die alte da hinten ist mega gruselig. Erstmal weiter. Aber dass uns noch nichts angesprungen hat, ist es. Ich meine, ich freue mich drüber, ich will jetzt. Oh! Er ist da! Rust hat mich gefunden! Hier unten! Ich komme! Ich komme! Gut. Juhu! Raus hier, raus hier, raus hier! Urmutter sei Dank! Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Aber wir sind doch nur reingefallen. Ja. War doch keine Absicht. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen.